Bauernprotest geht weiter. Die Polizei Hamburg warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen am Donnerstag aufgrund einer erneuten Traktorendemo. Für Donnerstagvormittag sind 3 Traktorenaufzüge mit bis zu 750 landwirtschaftlichen Fahrzeugen angemeldet. Ab 9.30 Uhr wird erwartet, dass die Kolonnen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen die Hamburger Stadtgrenzen erreichen und in Richtung Hamburger Hafen fahren. Im gesamten Hamburger Stadtgebiet werden Verkehrseinschränkungen erwartet. Bereits am Montag hatten die Landwirte in Hamburg und anderen Bundesländern den Verkehr lahmgelegt.